In dieser Episode Subnautica machen wir unsere erste Fahrt mit der Seemotte. Viel Spaß! So. Fahrzeuge. Seemotte. The Seamoth is a fast, safe mode of transport. But remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. Okay. Ach, die ist jetzt auch ein Wegpunkt immer, oder wie? So Leute, bevor ich da einsteige, gehe ich nochmal zu unserer Gravitationsfalle und hole die Beute ab. Oder nehme einfach auf dem Weg ein paar Glubscher mit. Und ich denke mal, dass wenn der Typ ordentlich gegessen hat, dass das dann hilft bei dieser Infektion. Blasenfisch ist ein bisschen was. Aber die Gravitationsfalle ist schon echt praktisch. So, ah, ich sehe, das ist jetzt auch einfach immer ein Wegpunkt. Das ist natürlich sehr praktisch. Das finden wir die wahrscheinlich wirklich nicht wieder. Okay, ich nehme an, die kann ich mir jetzt nicht einfach in die Hosentasche stecken. Mit der muss ich wahrscheinlich wirklich zum Ort, wo ich die haben will, hinfahren. Und das heißt auch, dass ich die wirklich aufladen muss immer. Und ihre Energiezelle auch zu der dann hintragen. Das wird ja auch interessant. Aber ich denke mal, die hat ordentlich Energie, sicherlich mehr als der Seegleiter. Und dann kommen wir da erstmal recht weit. Nein! Blasenfisch wollte ich nicht kochen, na gut. Ein bisschen Wasser brauchen wir auch. Ein bisschen Nahrung ist insofern eigentlich okay. Ich meine, gekochten Glubscher. Ah, den gekochten Blasenfisch, der bringt leider nicht so viel. Oh, noch den Boomerang. So, jetzt sollte es dem Typen doch auch gleich wieder gut gehen, wenn er hier so schön gegessen hat. Ah, ich habe sogar ein bisschen Blei zu viel mitgenommen. Was würde ich glauben, wenn ich den Behälter... Kann ich nicht vielleicht alles in diesen Behälter tun und den anderen wieder einsacken? Nee, nicht ganz, na egal. So. Alles klar, und jetzt sehen wir uns mal diese Seemotte an. Habe ich noch Wasser dabei? Ja, ich hab noch ein bisschen Essen dabei. Und auch Wasser, ja, das reicht erstmal. Puh, ich hab voll gegengestoßen. So, in die Seemotte einsteigen. Welcome aboard, Captain. Okay, wie ich mir dachte, die Energie, das Wasser verbraucht sich, der Sauerstoff verbraucht sich hier nicht so. Aber jetzt guck ich nochmal kurz. Ich guck nochmal kurz in der Datenbank zur Seemotte nach. War das denn jetzt? Datendownloads? Codes und Hinweise? Baupläne? Ausrüstung? Fahrzeuge? Seemotte? Zerstörungstiefe? Heißt das, dass die dann kaputt geht, wenn die tiefer geht? Heißt, ich kann... Heißt, ich brauche den Zyklopen, um diesen, zu diesem Captain zu kommen? Erweiterungsmodulen können die... Okay, die können erweitert werden. Erhöhte Energie... Wie kann ich die denn... Okay, also das ist auch ein bisschen fortgeschritten zu halten. Habe ich die jetzt? Ich bin mir richtig unsicher immer hier, was ich hier. Ich bin mir immer richtig unsicher, was ich hier wann haben sollte. Bin ich jetzt zu früh mit der Seemotte oder zu spät? Uff! Hätte ich die schon haben sollen? Okay, auf jeden Fall sollte ich nicht mit ihr irgendwo gegenstoßen. Da bekommt die Schaden. Wenn die Schaden bekommt, ist es wahrscheinlich auch, dass uns Fische angreifen können und hier Schaden zufügen. Gleich 7%. Das habe ich nicht gedacht, dass die Schaden bekommt vom Gegenstoßen. Okay, also das sollten wir vermeiden, mit der wogegen zu stoßen. Das könnte allerdings schwierig werden. Diese Höhle war jetzt nicht so breit, wo das war. Wir haben jetzt schon 1% Energie verloren. Okay, wie können wir die Energie austauschen? Das weiß ich leider noch gar nicht. Das haben die uns bestimmt mal gesagt, oder kann ich mich gar nicht erinnern? Scheiße, was war das? Hat uns ein Fisch angegriffen? Was ist das?
benutzt werden. Okay, ich glaube, die Seemod ist das richtige Farb. Was ist das denn? Alter Schwede, habe ich jetzt Scanner trotzdem? Ich steige jetzt auf keinen Fall aus, Leute. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ich tauche sofort wieder auf, Leute. Das sind schon 200 Meter. Okay, wie soll ich denn dann aber hier hinkommen? Sind nicht mit dem Zyklopen anscheinend. Also nicht mit der Seemotte zu per Hand, einfach nur ich so als Person, ja wohl schon gleich gar nicht. Wie soll ich denn da reinkommen? Da brauche ich da den Zyklopen? Oder kann ich mir eine riesen Sauerstoffflasche irgendwie bauen? Dass sowas auch kein Problem mehr wäre. Ich sehe jetzt nämlich nicht, wie das gehen soll. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wofür diese Seemotte jetzt dann genau gut ist. Also wenn diese Höhle, die sah jetzt noch gar nicht so tief aus, wenn die jetzt da schon zu, wenn das jetzt da schon zu tief war, wo kann ich denn da mit der Seemotte mal gut langschippern? Kann ja auch nicht zu eng sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo ich hier hin soll mit der Seemotte. War bei diesen... Das sind ja Untiefen, wo die sind. Ich guck trotzdem mal, vielleicht ist bei denen irgendwas, wo ich mit einer Seemotte gut lang könnte. Ich will jetzt mit der Seemotte irgendwo, und jetzt habe ich die hier gerade so aufwendig gebaut, jetzt will ich mit der irgendwas anfangen. Ja, mit dem Manati sollte ich nicht kollidieren. Was kann ich mit der Seemotte jetzt machen? Also ein bisschen... Ganz durch sind, tue ich bei dem Spiel noch nicht. Mag man wahrscheinlich. Ist einfach... Ja, das wird ja mir auch nicht so viel erklärt. Ist natürlich Teil des Spielkonzepts, aber... Es führt dann halt dazu, dass man nicht unbedingt immer genau weiß, was abgeht. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ich könnte hier vielleicht... Oh, die hatte schön viel Licht, die Seemotte, aber... Signalbojenfragment. Signalboje, auch schön. Weiß nicht genau, was wir damit machen können. Achso, da können wir uns wahrscheinlich so Punkte markieren auf der Map. Ich hätte hier gerne diesen Mehrzweckraum, dass ich eine Basis bauen könnte. Seegatte Fragment nehme ich auch mit fürs Titan. Ein Abfalleimer. Auch nicht schlecht. Okay, was auch immer ich jetzt mit dem Abfalleimer machen kann. Aber ich meine, wir sind ja unter Wasser und der Abfalleimer ist ja ein berühmtes Unterwasserrestaurant. Insofern... Signalbojen folgt mir, dann können wir uns eine Signalboje bauen. Schön. Was ist hier? Ah, noch ein Seegleiterfragment. Wo ist es da hinten? Fragmente mobilen Fahrzeugstationen, die haben wir doch schon. Hat diese Seemotte jetzt auch einen Lagerraum? Kann ich jetzt auch... in der Sachen ablagern? Oder ist das erst eine Erweiterung? Oder ist die Gedanke der Seemotte, dass man mit der irgendwie in so tiefe Höhlen reinkommt und dann aussteigt und die dann immer so als Sauerstoffaufschnapppunkt benutzt sozusagen? Hätte ich die jetzt irgendwie bei knapp 200 Metern parken müssen da eben? Und dann da manuell tauchen? Aber ich meine, in der Höhle... Das sah nicht aus, als sollte man das tun. Ah, hier ist Rettungskapsel 3. Ist denn das inzwischen noch mehr Verfallenes? Stängel. Das hier sieht nach einer Höhle für mich.
Wo soll ich hinschwimmen? Ich hab's nicht gehört. Das war gerade so verschwommen. Ich glaube, der Typ wird langsam echt krank. Ich gehe mal lieber wieder in unsere schöne Seemotte. Und kehre mal zur Rettungskapsel zurück, unsere Basis. Hier in die Richtung, Richtung Norden, scheint sie nicht ganz so gefährlich zu sein. Hier kam jetzt, obwohl wir schon 400 Meter weit weg sind, erstmal der Tangenwald. In die andere Richtung kam nur schon so Rotgras und weiß ich nicht alles. Okay. Mal lieber wieder zurück zu unserer Kapsel und dann mal erstmal einen Selbstscan. Was ist die 200 da oben? Ach so, die Maximaltiefe, die das Ding haben kann, verstehe. So, und jetzt erstmal einen Selbstscan. Infiziert. Und was hat die eben gesagt? Hä? Signalboje, Navigationshilfe behält und sendet seine Position, Name veränderbar. Okay, also das ist so ein Wegpunkt. So, was haben wir hier jetzt gerade gefunden? Augenstängel. Ja, das ist ja toll, aber Abfalleimer zersetzt unerwünschte Gegenstände dauerhaft und gibt ihre atomaren Bestandteile sicher in die Atmosphäre ab. Okay. Könnte man Schrott verwerten. Leute, was hat das jetzt hier gerade mit diesem komischen Geflacker auf sich? Ich habe nicht gehört, was die eben gesagt hat. Jetzt bin ich auch wieder irgendwie ein bisschen planlos, was ich eigentlich genau machen soll. Wie gesagt, vom Survival-Aspekt her habe ich das Spiel durchgespielt. Ich überlebe jetzt gut. Ich habe ja meine Gravitationsfalle, kann mich hier immer in der Rettungskapsel verstecken. Und jetzt wird es eigentlich mehr dann so um Erkundung gehen. Und hier die Überlebenden zu finden, aber die sind noch so tief. Das ist einfach, die sind so tief gelegen. Ich komme an die doch gar nicht ran. Diese andere Höhle war auch schon zu tief. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt auch nicht, was ich mit der Seemotte eigentlich anfangen kann. Kann ich von der Koralle eigentlich Proben mitnehmen? Tatsächlich. Ich habe irgendwie keinen Plan, was ich jetzt hier eigentlich als nächstes machen soll. Die Funksprüche haben uns bisher eigentlich immer gut weitergeführt in der Story, aber irgendwie scheitert das gerade so ein bisschen, weil die einfach jetzt mit uns an Orte führen, wo wir gar nicht hinkommen. Und irgendwie hänge ich jetzt gerade ein bisschen fest, muss ich sagen. Tja, weiß ich jetzt irgendwie nicht ganz, was ich machen soll tatsächlich. Diese andere Rettungskapsel habe ich immer noch nicht gefunden. Die soll ja in irgendeinem Rotgraswald sein, weil in der Nähe der letzten bekannten Position von einer gewissen Rettungskapsel 4. Aber wir wissen ja immer noch nicht, was Rettungskapsel was es mit Rettungskapsel 4 auf sich hat. Ah, diese Signalboje. Das wissen wir ja nicht, wo Rettungskapsel 4 ist. Aber ich weiß jetzt echt immer noch nicht, was ich hier eigentlich machen soll. Wie gesagt, ich wollte mit der Seemotte hier Höhlen erkunden, aber so tiefe Höhlen kann die gar nicht erkunden. Da hinten sind diese Weeper, da wird mich auch in die Seemotte nicht vorschützen können. Guck mal, was hier die ganzen Datenbank-Einträge. Wenn ich da nochmal
Seemod. So, ein Personentaufe mit unbedingt austauschbarer Energiezelle. Aha. Seegleiter. Austauschbare Batterie. Ja, die haben alle austauschbare Batterien. Das ist ja sehr gut. Ein Zyklop. Der ist auf jeden Fall auch ein cooles Ding. Wo würde ich die denn austauschen, die Energiezelle? Hinten im hinteren Schacht? Da würde ich die Seemutter einsteigen. Ha. Erweiterungsmodule ansehen. Aha, okay. Das ist ja alles sehr schön. Die Seemutter inzwischen und diese ganzen Signale von den Rettungskapseln, aber... Ach... Wie genau hilft mir das denn jetzt? Ich guck nochmal, ich guck nochmal, ob ich irgendwas für diese Rettungskapsel, von der wir noch nicht den Standpunkt rausfinden konnten, ob ich da irgendwas noch rauskriegen kann. Oder warte, ich gucke mal, kann ich noch irgendeinen Fisch essen, bevor er verrottet? Ja, okay, vielleicht sollten wir die wirklich mal mit dem Pökeln anfangen. Ich glaube, das wäre doch sinnvoll. So, Überleben der Aurora. Kapsel 17. Fremde Daten. Daten aus Jens Kraftfeldsteuerungskonsole. Sollen wir vielleicht in diese Alien-Basis reingehen oder bringen die uns doch sicher um? Rettungskapsel 6. Die Koordinaten sind unbrauchbar. Letzten verfügbaren. Okay, Bilder. Es ist so ein Rotgraswald. Okay. Um Strahlung auszuweichen. Das ist ein Strahlengebiet auf 100 Meter gesunken. Okay. Dicht mit Rotgras gewachsenen Gebiete in der Nähe von einem von einigen natürlichen Bögen und Felswellen. 400 Meter west-nordwestlich der letzten bekannten Position von Rettungskapsel 4. Aber wer ist Rettungskapsel 4? Ist doch das Problem. Ich weiß nicht, wer Rettungskapsel 4 ist. Wir haben 3, 17, jetzt 19, wir selbst sind die 5. Aber wer ist Rettungskapsel 4? Ich könnte mich jetzt natürlich dumm stellen. Und einfach mal 400 Meter west-nordwestlich von uns aus schwimmen. Und so tun, als wäre das die richtige Richtung. Aber ob das sonderlich erfolgreich ist, erfahren wir in der nächsten Folge. Um diese und weitere Videos nicht zu verpassen und den Kanal zu unterstützen, lohnt es sich zu abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!